Denn es gibt hier eigentlich nicht viel zu berichten. Es gibt hier Kopfsteinpflaster. 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 Kein Kopfsteinpflaster. Kein Kopfsteinpflaster. 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 Kein Kopfsteinpflaster. Kein Kopfsteinpflaster. Kein Kopfsteinpflaster. Irgendwann ist Schluss. Guten Morgen nochmal aus Neubuco. Heute ist dann endgültig die letzte Etappe dran. Noch ein ganz schönes Stück von hier aus. Ja, es geht nämlich von hier, Neubuco, von der Kirche aus, Richtung Neukloster. Mal sehen, was da so zu sehen gibt. Und dann geht es weiter zum Dorf Mecklenburg. Da war ich ja schon mal. Dann folge ich wieder der Strecke nach Wismar rein. Kann mir wieder Wismar angucken. Aber diesmal geht es anders raus, nämlich Richtung Norden an der Ostseeküste bis zu dem Ort, wo ich letztes Mal aufgehört habe, und dann bin ich wieder hier. Ja, 94 Kilometer ist noch ein recht gutes Stück, also habe ich heute was vor. Ich hoffe auf schöne Bilder, zwar ist heute die Sonne nicht da wie beim letzten Mal, aber Hauptsache es bleibt trocken, im Rest von Deutschland ist ordentlich Regen angesagt. Ich hoffe, es bleibt hier fern, so dass ich hier das heute noch mal genießen kann auf dem letzten Teilstück. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Das war gerade jetzt eine schöne Gravelpassage. Geradeaus, leicht bergan, gegen den Wind. Oh, der Wind ist heute ein bisschen stärker wie gestern. Und kälter vor allen Dingen. Aber das tut dem Ganzen keinen Abtrag. Es macht trotzdem Spaß, sich hier zu bewegen. Und man sieht immer noch Neubuco da hinten, hinter den Windrädern. Und jetzt geht's weiter. Jo, kann gar nicht sagen. Irgendwo und nirgendwo geht's wieder weiter hier. Weiterhin erstmal doch etliche Kilometer nur durch kleine Dörfer. Kilometer 13, es gibt hier eigentlich nicht viel zu berichten, es geht hier nur zwischen den Feldern durch und kleine Ortschaften, aber jetzt mal eine Backsteinkirche in Klein-Mulso und man muss echt sagen, es geht hier ein bisschen hoch und runter, also es ist doch ein bisschen anstrengend, man wird ein bisschen warm, dann muss man wieder runterfahren und dann, aber es langt auch nicht die Jacke auszukriegen, aber es ist trotzdem irgendwie ansprechend, würde ich mal sagen, die Landschaft. Auch wenn das nur Felder sind, aber durch die Hügel macht das doch ein bisschen was Besonderes. Dann mal sehen, wie lange das noch geht mit diesen
Felder durchfahren hier. Da war sie wieder, die Kopfsteinpflaster-Passage. Das ist eigentlich kein Kopfsteinpflaster, das ist einfach nur hingeschmissene Steine. Boah, so grob, aber ich hatte Glück, auf diesen, ja doch, 1,6 Kilometer langen Abschnitt wurde es mal hier feiner und dann wurde es auch besser mitfahren. Ich hoffe, das war das letzte Stück. Es nervt ein bisschen, gehört ein bisschen dazu, aber wenn das ganz, ganz grob ist, Alter, kommt man kaum voran, eigentlich gar nicht. Aber zum Glück ging das hier dann zum Schluss. Jetzt stehe ich hier vor den Toren von Wagendorf. Alles zu früh gefahren, das geht unheimlich weiter jetzt mit diesen Kopfsteinpflaster. Jetzt bin ich hier so einen schönen Wald und die Wege sind auch gepflastert. Warum lassen die das nicht? Natur, man könnte so schön fahren. Das sind jetzt schon einen guten Kilometer, bin ich schon wieder gehoppelt hier und das geht so weiter. Oh Leute. Bei Kilometer 32 bin ich jetzt und am schönes Highlight endlich mal wieder. Der Großtassiner See und hier so ein schöner Platz zum Rasten. Das werde ich jetzt gleich mal nutzen. Jacke ist schon aus, es ist echt jetzt wärmer geworden, trotz Wind. Das tut jetzt gut, hier mal wieder was, ja, was heißt ordentliches, aber was Interessanteres zu sehen als immer nur die Felder und Kopfsteinpflaster. Das war heute schon ganz schön viel. Ich hoffe, es kommt nicht mehr viel, aber ganz ausschließen tue ich es erstmal nicht. Aber eine schöne Pause hier tut mir jetzt ganz gut und dann geht es weiter Richtung Neukloster. Bin mal gespannt, wann das endlich mal kommt. Thank you.
Bei Kilometer 41 bin ich jetzt endlich in Neukloster mit der Klosteranlage, die übrigens auch hinter mir gehört, mir auch gilt auch dazu. Alles ein bisschen unfunktioniert, das ist eine Kindertagesstätte jetzt. Die Klosterkirche ist dahinter, versteckt sich hinter diesem Turm. Die Strecke war gar nicht schlecht hierher. Zum Glück kein Kopfsteinpflaster, bis auf jetzt das letzte Stück hier. Aber eine schöne Landstraße, richtig ruhig, kaum Autos. Aber teilweise doch ein paar komische Vögel am Wegesrand. Oh, mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht sehe ich hier noch mehr vom Neukloster, sonst geht es gleich wieder raus Richtung Dorf Mecklenburg. Ganzes Stück wieder gefahren, ich muss mal schauen. Kilometer 55 jetzt und auf einmal steht man hier mitten in so einem Ort vor so einem Schloss, Schloss Krassau. Zumindest der Ort heißt so. Geht gut voran, war jetzt keine Kopfsteinpflaster, sondern Gravelpassage war da eine lange, aber richtig super zu fahren. Es wird irgendwie ganz komisch warm zur Zeit. Ganz merkwürdiges Wetter. Ja, südlich, südwestlich von mir, da ist der Regen, der kommt aber nicht so richtig voran. Der wird jetzt aufgehalten, also kommt er nicht zu mir heute. Also alles super und ja, das ist auch gut anzuschauen, aber ich glaube, da ist im Moment überhaupt gar keiner drin. Da ist nichts in den Fenstern zu sehen, überhaupt nichts. Ich glaube, das wird hier alles gerade richtig zurechtgemacht. Auch das große Gebäude da vorne wird renoviert, also überall ist was los. Ja, ich muss jetzt wieder weiter, es geht immer noch Richtung Dorf Mecklenburg. Dort ist das Dorf Mecklenburg, also bin ich jetzt wieder auf der Strecke, die ich schon mal gefahren bin, Richtung Wismar. Das kann man auch schon wieder gut erkennen hier. Ist auch nicht mehr so weit. 5 bis 6 Kilometer bis ins Zentrum. Man sieht nur die hohen Gebäude, alles grün und die Autobahn natürlich. So, dann wollen wir da mal reinfahren und schauen. Diesmal geht es ein bisschen anders nach dem Zentrum weiter auf jeden Fall. Erstmal bis ins Zentrum auf dem alten Weg. Thank you.
Das war jetzt schon Wismar, jetzt bin ich schon durch, aber es war richtig voll. War klar, kein Strandwetter heute, da kommen die Leute alle in die City. Da war richtig was los. Bin jetzt auch noch mal durch eine andere Ecke gefahren. Muss sagen, Wismar richtig schön. Ich habe bestimmt immer noch nicht alle Ecken gesehen, war da noch am Hafen. Da gab es auch noch ein leckeres Fischbrötchen mit Backfisch. Das musste natürlich noch sein. Und jetzt, ja, jetzt geht es ja nur noch den Ostseeküstenradweg entlang. Ja, es sind aber noch 20 Kilometer, die ich vor mir habe. Oder? Ja, gute 20 Kilometer, 21 Kilometer. Ja, und dann ist das schon bald wieder alles vorbei. Aber war richtig schön. Da in der Stadt, das muss ich echt sagen, richtig toll. Also alles tipptopp. Muss man sich eigentlich mal anschauen. Genau wie Rostock. Echt klasse. Naja. Jetzt kommen keine großen Städte mehr, nur noch kleine Dörfer oder sowas. Also nichts Großes mehr. Deswegen habe ich hier auch nochmal richtig schön zugeschlagen mit dem Backfisch. Das hat wieder sehr gut getan. Also habe ich jetzt nochmal Energie für die letzten Kilometer. Hier bin ich nur am Abzweig Inselpöhl, da fahre ich aber glatt dran vorbei. Also es sind noch, oh Mann, es schrumpft, 13 Kilometer. Oh, jetzt geht's hin. Wie jede Reise, irgendwann ist Schluss. So, das war's. In Rakow bin ich jetzt genau wie letztes Mal. Also habe ich jetzt 1 Kilometer abgefahren der Runde. Boah, ich habe jetzt noch 4 wieder bis Neubuko. Was soll ich sagen? Genau jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen. Nicht viel. Oh, muss doch nur noch 4 Kilometer bis zum Auto. Ah, naja, kann ich nicht ändern. Aber Fazit von heute war anstrengend. Nicht so viele große Highlights. Also ich würde sagen, heute war es nicht so der tolle Tag. Aber das gehört dazu. Vielleicht war es auch das Wetter geschuldet, dass alles nicht so gut ankam. Für mich zumindest. Aber anstrengend war es. 600-700 Höhenmeter waren es heute doch. War anstrengendster Tag überhaupt. Boah. Größte Highlight heute war natürlich wieder Wismar. Richtig top. Aber sonst ging es. Einfach nur fahren. Mehr war es eigentlich heute nicht. Naja, eigentlich muss ich jetzt ja auch ein komplettes Fazit ziehen. Zu allem. Zur gesamten Strecke. Womit soll man anfangen? Wegequalität vielleicht? Ihr habt es ja auch gesehen. Kopfsteinpflaster. Einiges doch gewesen. Aber da muss man mit rechnen. Aber bei 380 Kilometer war es jetzt nicht so viel. Aber ich muss auch sagen, sehr, sehr viele kaputte Radwege. So wie hier, der jetzt geht gerade. Aber
Der Ostseeküstenradweg, muss ich sagen, teilweise auch schon ganz schön kaputt, Wurzelschäden ohne Ende. Das hat mich ein bisschen enttäuscht bei diesen beiden Stücken jetzt, zumindest die letzten beiden. Also das war nicht so doll. Und zwischendurch kaputte Straßen. Ja, das ist auch mal, das gibt es bei uns auch. Aber das ist schon ganz schön anstrengend, wenn ich bedenke, wenn man das vielleicht mal gesamt fahren will, dann ist es schon ganz schön hart. Also ich fange jetzt nicht an mit Sterne vergeben, weil nach dem Radrunde Allgäu bin ich ein bisschen verwöhnt. Ich würde wahrscheinlich ganz wenige geben. Vielleicht ist es auch nicht ganz gerecht. Aber naja, ich sage jetzt nur, was mir jetzt so aufgefallen ist. Auf jeden Fall, die Qualität war nicht so besonders viel an Straßen. Und die Nebenstraßen waren natürlich nicht gut ausgebaut, sagen wir mal so. Als nächstes würde ich sagen, Beschilderung würde auch nicht so viele Sterne kriegen. Vieles war verblasst, war nicht vorhanden. Mein Track war total anders wie ausgeschildert, manchmal sogar. Und das ist eigentlich von der Mecklenburg-Vorpommern Seite gewesen. Also keine Ahnung, war nicht besonders, muss ich echt sagen. War auch sehr enttäuschend. Aber ich hatte ja meinen Track, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der hier längs fährt. Als nächstes vielleicht die Sehenswürdigkeiten. Da gab es ja doch reichlich, besonders in den großen Städten, die man besucht hat. Also ich kann sagen, die muss man sich echt mal wieder anschauen. Also es ist so lange her, dass ich da war, dass sich das so verändert hat. Echt Wahnsinn. Natürlich sehr viel auf Tourismus ausgelegt, zumindest an den Küstenorten. Aber auch, wie ich schon gestern bei der letzten Tour sagte, die zweite Reihe sieht auch sehr gut aus, die Städte. Also das kann man sich sehr gut anschauen. Ich habe natürlich jetzt nicht reingeschaut in den Kirchen. Das überlasse ich euch. Das interessiert mich jetzt nicht ganz so. Für mich ist der Weg das Ziel. Kilometer machen, Landschaft schauen. Das ist mein Ding. Deswegen in die Sehenswürdigkeiten und gucken. Das müsst ihr schon selbst. Aber ich schätze, das wird auch sehr gut aussehen da drin. Also es waren richtig tolle Gebäude bei. Nicht nur Kirchen, auch die anderen Häuser, manche Schlösser waren auch. Also war gut, aber natürlich, es war immer ziemlich viel Platz dazwischen. Der Weg von einem anderen zum anderen Ort war sehr weit. Also dann war der Highlight, die Highlight-Häufigkeit doch ein bisschen auseinander. Aber wenn man so viel Kilometer fährt wie ich, ist ja noch viel an einem Tag zu sehen. Verpflegung und Übernachtung. Verpflegung an der Küste. Auf allen Strecken alles toll, natürlich Restaurant an Restaurant und alles, Hotel an Hotel, Campingplatz an Campingplatz, aber zu dieser Zeit, es ist noch August, alles dicht, wirklich voll, richtig proppevoll, also spontan ist sehr schlecht. Im Hinterland, ja, da geht's, aber ich habe da nicht viele Campingplätze gesehen, eigentlich nur am Schweriner See, das war's. Aber Vorbuchen zur Sommerzeit sehr dringend nötig. Das sieht man, wie voll das hier ist. Unglaublich dieses Jahr. Es ist wirklich proppevoll. Aber vielleicht, wenn man mit Zelt unterwegs ist, also wenn man so schaut, also Wildcampen, kann man hier eigentlich ziemlich gut. Es gibt ja viele einsame Strecken. Da kann man sich bestimmt irgendwo hinsetzen und hinpflanzen und übernachten. Also ich glaube, da ist nicht unbedingt was im Wege. Und wer Angst hat, entdeckt zu werden, ich glaube, ist es hier die Chance ziemlich gering. Also das hätte ich fast auch noch machen können hier. Ich habe das anders gemacht. Letztes Wochenende gefahren, Samstag, Sonntag. Dieses Wochenende gefahren, Samstag, Sonntag. Und die Übernachtung habe ich auch nicht im Hotel gemacht, weil es auch wieder sehr spontan war, dass ich hier losgefahren bin. Sondern ich habe in meinem Auto übernachtet, ich habe im Kombi. Hinten ist genug Platz noch für mich. Es langte. So kann man es natürlich auch machen. Und Verpflegung. Im Hinterland war natürlich ein bisschen weniger los, aber die großen Orte hatten ja trotzdem genug zu bieten. Zur Schönheit, zur Landschaft kommen. Ja, es ist natürlich sehr eintönig, es ist sehr landschaftlich geprägt gewesen. Aber trotzdem, durch diese Hügellandschaft hat man immer mal wieder einen Ausblick gehabt, immer mal wieder. Das fand ich klasse, so wie jetzt. Ja, es ist ziemlich alles, ja, verbrauchte Landschaft sozusagen. Die Band ist ziemlich eingefahren, abgeerntete Felder, das Grün ist natürlich auch nicht mehr so saftig. Also da ist vielleicht der Herbst, wenn es noch mal so gülden ist, oder am besten noch das Frühjahr, wenn diese Riesenfelder Rapsfelder sind.
sehr zu empfehlen, glaube ich. Denn es ist hier richtig toll. Aber ich bin auch zufrieden, wie es war. Also tolle Aussichten trotzdem zwischendurch gehabt. Aber von der Schönheit her würde ich die Nummer 3, die Runde, an erster Stelle setzen. Die zweite an zweiter, an dritter Stelle die erste und heute sozusagen als letzte, weil selbst der Ostseeküstenradweg, da waren nicht so viele Aussichten auf der Ostsee. Aber alles im Allen, wer es mag, also den kann ich es empfehlen, es war richtig schön, auch für sich gesehen. Und natürlich, wahre Highlight war natürlich immer an der Ostsee direkt, so wie gestern, dennoch bei dem Wetter. Astrein, das kann ich sagen, das war richtig schön gestern. Und das letzte Mal davor, da war auch erst der Samstag sonnig und der Sonntag ein bisschen regnerisch. Das ist ja doch immer ein Unterschied. Dann war es ja auch wieder schön in der Ostsee. Ach, ich kann nur sagen, es war schön. Es war trotzdem eine schöne Reise. Ich habe natürlich jetzt mehr Kilometer gemacht als die 380 Kilometer, die angegeben sind. Aber so in diesen Runden hat mir es sehr gut gefallen. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist das hier. Rastplätze. Rastplätze gab es überall. Mal ein bisschen mehr Luft dazwischen, mal ein bisschen größer und mal ein bisschen kleiner. Die Plätze mal so wie hier überdacht. Denn mal viele Bänke, mal kleine, nur eine einzige oder so. Aber es gab immer Rastplätze. Auch wo der Ostseeküstenradweg nicht war, im Hinterland irgendwo. Unglaublich, aber es gab mindestens eine in ein pro Kilometer ungefähr. Auf jeden Fall gefühlt. Also das muss ich sagen, das war sehr, sehr gut ausgebaut. Also das muss ich sagen, das war, wie es eigentlich sein muss. Also das war Spitzenklasse hier auf diesem Weg. Es war zwar auch mal eine nicht mehr so ganz in Ordnung, aber das war top. Das war absolut top. Da kann man echt sagen, das war klasse auf diesem Radweg. So muss es sein. Schade, dass es nicht auf jeden so ist, aber mal sehen. Ich fahre ja bestimmt noch mehr Radwege, dann kann ich das wieder weiter vergleichen. So viel gab es noch nicht mal bei der Radrunde Allgäu, muss ich echt sagen. Also hier war echt extrem viel. Also das ist sehr positiv aufgefallen. Zum Ende würde ich sagen, würde ich den nochmal fahren? Eigentlich ja, aber vielleicht würde ich so ein bisschen umplanen. Nicht um vielleicht unbedingt die Kopfsteinpflasterpassagen. Ja, rauszunehmen, sondern vielleicht sogar noch das ein oder andere mehr zu sehen. Weil direkt durch die City, manchmal ging das gar nicht. Bad Doberan, da musste man sich schon den Weg reinsuchen. Das würde ich jetzt vorher auf meinen Track ein bisschen zusammensuchen wollen. Also das würde ich auch empfehlen, wenn man da was sehen will. Also das würde ich irgendwie auf den eigenen Track drauf einlassen, also mit reinbringen, statt nur diesen nehmen, den man auch von der Seite runter laden kann. Da kann man bestimmt noch viel mehr sehen. Vielleicht auch noch den einen oder anderen Ort oder eine Abkürzung zu was anderen hin. Das kann ich vielleicht empfehlen. Also ganz hundertprozentig würde ich den, glaube ich, nicht mehr fahren. Aber ein bisschen abgeändert ist er für mich eigentlich nochmal wieder interessant. Wie gesagt, ich bin hier schon Ewigkeiten nicht mehr längst gefahren. Es hat sich hier so viel verändert. Ach, so wie heute dieser Radweg, der straßenbegleitete Radweg, der war damals noch nicht, als ich hier zum ersten Mal längst fuhr. So lange ist er her und der war jetzt schon so wieder so kaputt. Ja, also es lohnt sich auch mal wieder nach Jahren wieder hier zu fahren. Auch die Städte hatten sich so verändert. Unglaublich. Leider habe ich damals keine Fotos gemacht, so großartig, dass ich das jetzt vergleichen kann. Aber im Kopf ist es noch ein bisschen. Also kann ich jetzt sagen, das war's. Es war schön, auch wie ich es gemacht habe mit den Runden an Wochenenden. Auf jeden Fall toll. Und jetzt ist Schluss. Ich hoffe, es hat gefallen, die vier Teile. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Tschüss.